Junge, Handyspiele. Handyspiele sind einfach Gold wert gewesen. Bro, ich weiß noch früher, back in the days, ich habe einfach den Großteil meiner Freizeit damit verbracht, all diese geilen Spiele auf meinem iPad zu zocken. Die Handyspiele heutzutage sind einfach nichts. Rein gar nichts im Vergleich zu den wahren OGs von damals. Eigentlich bin ich nicht so unglaublich stolz darauf, so lange gezockt zu haben, aber dann denke ich immer wieder an diese geilen Erinnerungen und Flashbacks, die mir in den Kopf kamen. So, es war einfach eine unbeschwerte Zeit und man hatte gar keine Probleme. Außer vielleicht, man hat die Hausaufgaben nicht gemacht für die nächsten Tage. Im heutigen Video werden wir einfach mal über die geilsten Handyspiele von damals reden. Als erstes haben wir das Subway Surfer. Und Subway Surfer ist eines der GOATs unter den Handyspielen. Ich finde das Spiel bis heute immer noch ziemlich geil, auch wenn ich es nicht mehr zocke. Das Prinzip ist einfach so genial. Man rennt einfach mit irgendeinem kleinen Typen namens Jake und wird dabei von irgendeinem fetten, abgefuckten Kopf verfolgt. Man muss Coins sammeln, über Hindernisse springen und all den ganzen geilen Scheiß mit Upgrades hochfliegen, da mit diesen geilen Schuhen hochspringen. Mega geil. Ich war wirklich süchtig nach diesem Spiel damals. Ich habe es egal wo die ganze Zeit nonstop gespielt, um meinen Highscore zu knacken. Bro, ich weiß noch damals, das gesamte Jungszimmer auf Klassenfahrt hat sich in ein unglaubliches, absolut verschwitztes und stinkendes Zimmer verwandelt, weil jeder nur dieses Game gezockt hat. Und jeder wollte am Ende der Klassenfahrt den heftigsten Score haben. Der war dann auch einfach der Überchamp. Alright, den hat die Klasse einfach gehört. Wer den heftigsten Score in Subway Surfer hat, der war einfach der krasseste und hat auch einfach alle Bits aus der Schule bekommen. Ich war natürlich der krasseste. Und ich sag euch ehrlich, ich habe damit auch immer übertrieben geflext. Also ich habe wirklich, es ging sogar fast so weit, dass ich mir den Score auf meine Stirn geklebt habe und mit dicken Eiern rumgelaufen bin und habe so gesagt, ja, ja, ich bin der, der 1,2 Milliarden in Subway Surfer hat und wie viel hast du? Und dann, wenn irgendjemand was gesagt hat, was auch nur ein kleines bisschen unter meinem Score war, habe ich ihn einfach niedergemacht und wirklich in Grund und Boden gestampft. Okay, Clash of Clans. Das ist wirklich der einzig wahre GOAT unter allen Handyspielen. Bro, ich kenne keine Typen, der nicht mindestens einmal in seinem Leben süchtig und besessen von diesem Spiel war. Die goldene Regel bei dem Spiel ist auch, wenn du rushst, dann bist du ein Und Bruder, ich erinnere mich noch, wie ich gegoogelt habe, so Free Jams in Clash of Clans und ich wurde immer so weitergeleitet auf irgendwelche ultra sketchy Internetseiten, wo man entweder so eine Aufgabe erfüllen müsste oder seine komplette verf***te Identität angeben soll und am besten noch die Kreditkarte von Mama Papa klauen muss. Und schaut es auf jeden Fall an diese eine verschissene Free Jams in Clash of Clans Seite, weswegen ich ein Virus auf meinem ersten Laptop hatte, den mir mein Vater geschenkt hat. Junge, mein dummes Ich von damals musste auch einfach wirklich auf diese Scheiße reinfallen, so als ob mir irgendjemand Free Jams geben würde. Bro, come on. Ich weiß auch noch ganz genau, wie gehypt wir damals waren, immer wenn ein neues Update rauskam. Und fangen wir gar nicht erst an mit den Clan Wars. Holy shit. Das geilste Update jemals. Jede Freundesgruppe hat die Clan Wars immer viel zu ernst genommen. Bro, wir haben uns damals nach der Schule getroffen und wirklich Pläne geschmiedet, wie wir am besten die Clan Wars gewinnen und wen jeder Spieler angreift und mit welchen Truppen. Jetzt, wenn ich wieder so darüber erzähle, erinnere ich mich einfach an diese scheiße geile Zeit, Junge. Und wenn einer mal vergessen hat anzugreifen, egal was ihm dazwischen kam, ob er einen wichtigen Termin hatte beim Arzt, Hausaufgaben machen musste oder mit irgendeinem gebrochenen Bein im Krankenhaus eingeliefert wurde. Bro, das war uns scheißegal. Wir haben ihn terrorisiert und angerufen, damit er seinen verschissenen Angriff macht. Ich konnte alles, aber eine Niederlage in den Clan Wars akzeptieren, Bro, das geht nicht. Okay, der nächste Klassiker und wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele Leute heutzutage in ihren Jobs einfach komplett durchdrehen und auf den Chef losgehen, ist wegen diesem Spiel. Beat the Boss. Wer dieses Spiel kennt, der kennt einfach, okay? Und wer dieses Spiel nicht kennt, das Prinzip ist es einfach, deinen Chef mit den abgefucktesten Waffen, die es gibt, zu killen, zu pulverisieren und einfach komplett auszulöschen. So, man schmeißt ihn einfach nur die ganze Zeit im Raum rum und schießt dann mit einem Raketenwerfer voll in seine Fresse. Neben dem Raketenwerfer gab es natürlich auch noch voll die anderen abgefuckten Sachen und auch eine Nuke. Also eine Atombombe. Du konntest eine Atombombe auf deinen Chef werfen. Und das hat man einfach die ganze Zeit gemacht, bis er irgendwann wieder aufgewacht ist und dann hat man die ganze Scheiße einfach von vorne gemacht. Wenn ich gerade so drüber nachdenke, ich kann echt nicht verstehen, wie wir so lange in dieses Game investieren konnten, weil es war immer das gleiche Prinzip. Und ehrlich gesagt, kein Wunder, dass die Welt heutzutage so abgefuckt am Arsch ist und keiner Bock hat, arbeiten zu gehen, wenn man mit 9 Jahren schon sowas gespielt hat. Bro, wie soll uns das auf unser Leben vorbereiten? Yo, wenn dein Chef irgendwas sagt, was dir nicht gefällt, dann schieß einfach mit einer eine Atombombe auf ihn drauf. Okay, Bro, ist notiert. Geometry Dash. Und bevor ihr jetzt irgendwie an diese ganzen crazy Maps von heute denkt und irgendwelche Typen, die dieses Spiel mit Augen zu durchspielen, chillt. Okay? Kommt runter. Ich meine das OG Geometry Dash.
diese Zeit, wo du der absolute Champion warst, wenn du es auch nur in die Nähe der letzten Standard-Levels geschafft hast. Junge, war das geil. Ich erinnere mich noch, wie ich mich mit meinem Homie damals getroffen habe und wir den ganzen verf***ten Tag Geometry Dash gezockt haben. Ich schwör's euch, ich habe sogar damals geweint wegen dem Game. Es war einfach so unglaublich frustrierend, wenn man immer und immer wieder über Stunden an der gleichen Stelle drauf geht, immer an dem gleichen Spike, es einfach nicht schafft, diesen verfickten Dreiersprung zu machen. Aber das Gefühl, es endlich geschafft zu haben, komplett verschwitzt nach 5 Stunden exzessiven Grinden, endlich an den Punkt kommen, wo man am Ende in dieses Portal gesaugt wird. Junge, es gibt einfach nichts Geileres. Okay, lass uns über Plants vs. Zombie reden. Oder auch ein richtig geiles Game. Was gibt's Geileres, als irgendwelche Zombies zu zerstören mit lebenden Pflanzen, die man aufleveln kann? Einfach genial! Und Bruder, ich erinnere mich noch daran, wie ich von der Schule nach Hause kam und sofort mein Handy rausgeholt habe für Plants vs. Zombies, weil es dort so eine Funktion gab namens Zen Garden. Dort konnte man so eigene Pflanzen gegen Zombies anbauen. Mega nice. Und Bruder, diese Musik im Intro, holy shit. Junge, die hatten einfach immer die geilsten Banger. Flappy Bird. Das Spiel, was wahrscheinlich für die meisten zerstörten Handys gesorgt hat. Die ganze Welt hat sich gefühlt einmal um dieses Spiel gedreht. Und das Game war halt echt irgendwie echt simpel. So, man tippt einfach auf den Bildschirm und du fliegst zwischen irgendwelchen Rohren entlang. Und das Spiel hat einfach das Internet durchbrochen wie nichts anderes. Es gab damals nicht einen Tag, wo man nicht irgendwas mit Flappy Bird gesehen hat. Egal wie simpel das Spiel auch aussah, es war halt ultra schwer. Ich weiß noch genau, wie ich das mit meinem Homie gezockt habe und wir geisteskrank geraged sind. Ich habe das damals auch 24/7 gezockt und mein Highscore war nicht mal irgendwie krass oder irgendwas. Und ich weiß noch, wie der Entwickler von dem Spiel das Ding einfach gelöscht hat vom App Store, weil so viele süchtig geworden sind und die Leute einfach viel zu viele Aggressionsprobleme dadurch bekommen haben. Und ich sag euch ehrlich, ich glaube, das war auch besser für die gesamte Welt, dass dieses Spiel endlich weg ist. Heutzutage gibt's einfach Leute, die ihr altes Handy verkaufen mit der OG Flappy Bird App drauf. Aber Bre, for real, das wird niemand kaufen. Niemand wird sein scheiß Geld für diese verf***te OG Flappy Bird App ausgeben. Niemand. Aber netter Versuch. Ey, und natürlich gehören auch sowas wie Clash Royale, die gottverdammt geile Minecraft Pocket Edition, Angry Birds, Jetpack f***ing Joyride, holy shit war das Spiel geil, Fruit Ninja, Hillclimb Racing und alles, was es damals noch gab zu den besten Kindheitsspielen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, die neuen Spiele von heute scheißen einfach rein. Umso mehr in die Entwicklung für Handyspiele reingesteckt wird, umso schlechter werden sie irgendwie. Aber naja, schreibt mir gerne in die Kommentare, welches euer Lieblings-Handyspiel war. Meins 100% Clash of Clans. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann küsst doch bitte meinen Arsch und abonniert den Kanal und liked das Video. Kuss, Kuss, wir sehen uns beim nächsten Mal.